Die Öffentlichkeit ist, wie gesagt, vom Prozess ausgeschlossen. Meine Kollegin Irmgard Reisinger war für uns heute deshalb vor dem Gericht in Landau. Irmgard, wie war die Atmosphäre vor Ort? Ist denn von der Verhandlung was nach draußen gedrungen? Es ist fast nichts nach draußen gedrungen, außer ein paar Äußerungen vom Verteidiger des Angeklagten, der als einziger uns ein paar Angaben gemacht hat, was im Gerichtssaal abgelaufen ist. Und generell hier vor dem Landgericht Landau war alles sehr ruhig. Es gab ja keine Demonstrationen, keine Angemeldeten, aber einzelne Mahnwachen von Einzelpersonen, die mit Schildern hier erschienen sind. Und auf den Schildern stand dann geschrieben, dass halt sie gegen die Flüchtlingspolitik sind oder auch gegen den Ausschluss der Öffentlichkeit beim Prozess hier. Der Prozess wurde am Vormittag ja kurz unterbrochen. Was war da los? Zuerst wurde der Prozess unterbrochen, weil ein Übersetzer fehlte. Der Übersetzer, der eben für den Angeklagten die verschiedenen Äußerungen im Landgericht hat übersetzen sollen. Dieser Übersetzer hatte verschlafen. Eine zweite Unterbrechung gab es dann hinterher noch, als er erschienen war, weil der Verteidiger des Angeklagten kritisierte, dass der Übersetzer nicht ordentlich übersetzte, nicht alles im Detail übersetzte, sondern nur zusammenfasste. Forderte dann, dass der Übersetzer ausgetauscht wird. Und das ergab dann noch einmal eine Unterbrechung von 2 Stunden heute bei diesem Auftakt des Mordprozesses. Dankeschön, Irmgard Reisinger.